Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe von Andis Kinoblog. Ja, heute möchte ich euch eine Blu-ray-Neuveröffentlichung vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Limited 3D Edition des Films Top Gun mit Tom Cruise. Ja, und das Ganze auf Blu-ray. Morgen ist VÖ. Ich konnte aber den Film heute schon ergattern, weil Mediamarkt und Co. ihn schon ausgestellt hat. Und ja, wir haben hier eine komplett neue Auflage des Films Top Gun mit Tom Cruise und dem legendären Soundtrack von Harold Faltermeyer. Und dieser Film war ja früher wirklich und auch bis heute noch wirklich ein ganz tolles Meisterwerk gewesen. Und ab und an gucke ich ihn noch ziemlich gerne. Natürlich war ich etwas skeptisch, wo ich gehört habe, okay, Top Gun wird in 3D konvertiert. Und ich habe mir eben mal so eine halbe Stunde den Film reingehauen und ich muss sagen, Wahnsinn, geil, wirklich gut umgesetzt. Und die 3D-Effekte sind auch relativ ganz gut für so einen alten Film. Man hat natürlich hier bei diesem Film nicht wirklich das Nonplusultra an Konvertierung und an Sound rausgeholt, gerade was das Thema Soundspuren auf Deutsch betrifft. Leider kommen wir hier mit einer 2.0 Tonspur etwas zu kurz, aber ich muss ganz sagen, die Dolby 2.0 Tonspur in Deutsch auf meiner Anlage kam richtig gut. Und das Coole aber ist, wir haben eine englische 6.1 Tonspur und eine Dolby Through HD Spur auch in Englisch bei der 2D Version. Also da unterscheiden sich die Discs anscheinend etwas von der Tonspur. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Ich bin am Schwitzen hier, ist es auch warm. Wir haben es an die 30 Grad hier. Seid mir nicht böse, aber ich gehe richtig ein hier. Egal. Auf jeden Fall, die Blu-ray sieht so aus. Und wie gesagt, kommt ab heute Morgen in den Handel und ist hier eine Limited 3D Edition von Top Gun und so weiter und so fort. Natürlich haben wir hier mal wieder ein Wendecover, was auch sehr cool ist. Leider gibt es auch wirklich nur diese Version in der Armory-Hülle. Und ja, das fand ich ein bisschen schade. Aber wir haben, wie gesagt, zwei Discs drin. Ich zeige die euch jetzt hier. Ich mache jetzt heute kein Handling-Unboxing. Einmal die 3D-Version und einmal die normale 2D-Version. Und wie ihr das schon sehen könnt, haben wir hier natürlich ein Wendecover. Ja. Um das mal kurz anzusprechen, könnt ihr mal reinschauen. Wir haben hier, wie gesagt, einmal die 2D-Version und einmal die 3D-Version und jede Menge Bonusmaterial. Kommentare vom Regisseur, TV-Sport hinter den Kulissen und so weiter und so fort. Ein Making of Danger Zone nennt sich das, Vintage Galerie, Musikvideos, was ja bei Top Gun wirklich, der Soundtrack ist ja wirklich die Bombe gewesen, damals liebe ich heute noch. Und ja, wir haben eine insgesamte Lauflänge in der 3D-Version mit 111 Minuten und die normale Version 2D läuft 110 Minuten. Dann habe ich schon gesagt, haben wir eine Digital DTS HD Master Audiospur in Englisch 6.0. Ja, und da ja der Film aus Flugzeugeffekten besteht und Ballerei und diese Musik von Harold Faltermeyer, also sollte man sich den Anfang ruhig mal in dieser 6.1 Tonspur geben, wer zu Hause eine wirklich geile Anlage hat. Und ich habe wirklich Gänsehaut gekriegt und harte Nippel. Sorry, dass ich das jetzt mal so sage. Es war einfach nur geil. Die 3D-Effekte bei dem Film sind eigentlich sehr gut gelungen, bis ab und an hat man gerade bei den ganz schnellen Flugszenen mal ein Nachruckeln. Das liegt aber nicht am Fernseher, sondern das liegt tatsächlich an der 3D-Konvertierung. Ich habe eigentlich ein sehr schnelles Ultra-Clear-Panel und mein Fernseher hat 800 MHz und vergleichbar habe ich nochmal den Film Die Legende der Wächter reingelegt. Die haben ja auch, ist ja auch ein animierter Zeichentrickfilm, wo die Eulen so im Sturzflug auch mit dieser Geschwindigkeit runterkrachen und so, und da habe ich dieses Phänomen nicht. Also auch bei Tron oder so, bei diesen Motorrad-Cycle-Szenen habe ich nochmal extra drauf geachtet, weil ich jetzt dachte, okay, gibt es da Einstellungsprobleme, aber es liegt anscheinend tatsächlich am Film. Ich habe diesen Film auch nochmal
eben bei einem Kollegen hier in der Nachbarschaft eingelegt auf 3D, der hat dasselbe Phänomen. Da ist es sogar noch schlimmer. Ich denke mal, es liegt dann tatsächlich doch noch ein bisschen mit am Fernsehen, wie schnell, wie viel Megahertz der hat und das Ganze 3D oder 3D-technisch umsetzen kann. Aber es ist natürlich es ist halt ein alter Film und dieser Film, ja, ist halt, wie gesagt, konvertiert worden, und ob man sich hier die ganzen Mühe, also so richtig Mühe gegeben hat bei dieser ganzen Geschichte, das weiß ich nicht so ganz. Aber auf jeden Fall, was ich schon feststellen konnte, gerade in der 3D-Version haben wir jede Menge Bildkörnung und teilweise auch ein Bildrauschen. Es ist nicht überall so, aber gerade in dunklen Szenen und wo halt dunkle Bereiche sind, hat man das dann sehr stark teilweise, und man sieht es halt. Und dann gibt es auch wieder Passagen, wo gar nichts ist. Also ist so gemischt. Ich weiß nicht wieso, warum. Auf jeden Fall, trotz alledem, ist die Umsetzung auf Blu-ray sehr gut geworden mit Top Gun. Und ich kann das auf jeden Fall jedem empfehlen und spreche hier eine ganz, ganz klare Kaufentscheidung aus. Und wie gesagt, wer noch kein 3D-Fernseher hat, kommt trotzdem hier auf seine Kosten mit der 2D-Version. Und ich kann sie euch wirklich wärmstens empfehlen. Und auf jeden Fall, Amazon verkauft die momentan für 21,99 €, Mediamarkt für 24,99 €. Wenn ihr aber dort Bescheid sagt, bekommt ihr auch den Preis von Amazon. Das habe ich nämlich heute gemacht, zumindest bei Saturn gerade. Die haben wir schon ausstehen. Und das war's, ein kleines Unboxing, mehr oder weniger, zu Top Gun in der Limited 3D Edition. Und wie gesagt, ich kann nur ganz klar sagen, Daumen hoch für Top Gun. Tom Cruise ist auf jeden Fall ein toller Film, und ob es nochmal in der Form eine noch bessere Version geben wird, bezweifle ich. Und daher wirklich, kauft euch diese 3D-Version, solange es die noch gibt, weil ich habe schon gehört, das ist wirklich eine limitierte Auflage. Es sind zwar derzeit noch genug im Handel, aber wenn sie weg sind, sind sie weg, und dann wird die ganze Geschichte ohne 3D halt nochmal kommen, beziehungsweise kommt noch separat raus, so viel ich gehört habe, und das war's dann. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß gehabt bei diesem kleinen Unboxing-Video, und wünsche euch für den Rest der Woche natürlich alles Gute, bleibt gesund. Und wir sehen uns natürlich bei meinem nächsten Unboxing-Video. Wann das kommt, kann ich derzeit nicht sagen. In diesem Sinne, ab in die Rinne und haut rein, euer Andi von Andis Kinoblog. Macht's gut.